Ich kann schon warten. Let's go. So, es ist entspannter für mich. Let's go. Aragami 2. Hi everyone, I'm Gina, Community Manager at Linthe Works. Ah. We are so excited to Ostdeutsch. Be able to show you this gameplay sneak peek of Aragami 2. Our second game. Sieht aus wie Ninja Gaiden, ein bisschen schlechter. Xbox One and Series, PlayStation 4 and PlayStation 5. Das sieht übel nach 30 Frames aus, aber ich habe vermutlich einen 30 Frames Stream, wa? Aragami 2 is a third person stealth game where you play as an assassin. Dann kann man da schlecht urteilen. As part of your clan, you'll have to fight the invader armies to protect your people and to find a cure to the evil that afflicts you. Mm. The main pillars of Aragami 2 are irgendein Evil, das sich mir mal afflicted. Combat mechanics and a robust co-op multiplayer system. This goes ein robustes co-op multiplayer system. Customization and a wide variety of abilities and shadow powers. Da bin ich ja gespannt. Warum haben die Gegner einen HP-Balken, wenn die instant tot sind? Stealth is the heart of Aragami 2, and we wanted the player to actually feel like a ninja, to be fast and agile, to use the environment okay. in its favor. So schwer sein. Das sind aber ziemlich blinde Gegner wieder mal. Ich meine, du bist mitten im sichtbaren Bereich für alle anderen Wachen. Also wenn euer Character Movement ein Feature ist, das fun and gratifying ist, was ihr bewerben wollt, dann finde ich das schon schwierig. Warum stehst du mit dem Rücken zum Fenster? Das sind leider alles Sachen, die seit 10 Jahren Industriestandard sind. Und dass du hier Animationen hast, passend zu dem, wie du stehst und sowas, es ist... Puh! Okay, der guckt sogar aus dem Fenster raus. Aber der guckt natürlich nicht auf das, was wichtig ist. Und der andere hat gerade eine Wand angeguckt am Ende. Na. Es wird Abilities und Items geben. Der ist gerade... literally einfach an ihm vorbeigelaufen, sichtbar. Ich snack das hier komplett weg. Okay, zeig mal den Combat. Okay, du lenkst ihn ab. Okay, dafür haben sie einen HP-Balken. Du siehst die Ausdauer des Gegners. Das ist ein bisschen Dark Souls... Kampfsystem mit Parryen und Ausdauer und so. Aber du hast selber... hast du Ausdauer, links unten. Okay, wenn die Ausdauer leer ist, kannst du einfach finishen oder was? Also der Grafikstil sieht sehr low-poly aus, was nicht so geil ist. Und die Features, die sie jetzt angepriesen haben, sind Industriestandard seit ewigen Zeiten. Da muss schon... Und die Story war halt, hey, du etwas Böses befällt dich. Und ja, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht. Two Survivors, das sieht aus wie The Escapist für Feuerrettung. The Escapist, nicht The Escapist. Okay, da gibt's Zeit. Das ist immer ein interessanter Take on Jump'n'Run. Auf jeden Fall hier auch die Grafik cool gemacht. So 3D-Hintergründe mit 2D-Sprites drin. Das ist zumindest unique. Rescued. Recruit! Rebuild! Ah, du baust eine Feuerwache neu auf. Ah! Ist das ein Roguelike? Oder Roguelite? Also ist das zufällig, wo du hin musst? Become a Hero. Die Mucke ist geil. Und der Sound ist sehr guter 8-Bit-Sound, würde ich behaupten. Also von den Effekten. Fire Girl. Hack and Splash Rescue. Huh. Das sieht direkt mal geiler aus, als das, was wir davor hatten. Das sehe ich. Das kann ich zocken. Ist jetzt hier Most Epic Music in the History of Musics. Ein Epic Cypher Adventure. Oh, das sieht aus wie ein Action-RPG unten von der Sichtweise. Looten leveln? In Sci-Fi? Böse Karma System. Okay, es gibt wieder ein gutes böses Wahlsystem. Trial of Might, Trial of Wisdom. Oder auch nicht.
Okay, sie erinnert mich ein bisschen an Forst. Wenn das noch jemand kennt, zumindest von der Optik her und von so. Also Forst war schon mal so ein ISO-Spiel, was aber kein richtiges Action-RPG-Loot-System hatte, sondern eher so ein Puzzle-Geschicklichkeitsspiel war. So ein bisschen sieht das ja auch aus. Jetzt kannst du aber doch links lang gehen. Geh doch links lang! No! Hack and Slash und Twin-Stick Shooter Mechanics. Ja, sieht sehr aus wie Forst. Ja, doch. Das kann cool werden, wenn sie das Feedback und so gut hinkriegen. Ich muss mal kurz auf die Lautstärke gucken. Ja, ich glaube, die Lautstärke ist. Ich glaube, ich kann einen Ticken leiser machen, für mich ist nicht ein bisschen sehr laut. Hier gibt es auch Bosse. Frage ist, wollen sie Loot balancen oder um Skills balancen? Wenn sie es gut machen, dann kann das auch gut funktionieren. Das ist Cypher, ist ein bisschen irritierend. Und ist das jetzt immer noch von dem Spiel oder das nächste schon? Ah, das ist immer noch von dem Spiel. Okay. So beginnt es wahrscheinlich. Du findest irgend so ein komisches Ding in einer kaputten U-Bahn und dann geht's Cypher los. Okay, das war bestimmt der Anfang. Ja, das kann ich auch sehen, dass jemand Bock drauf hat. Oh shit. Hier voll viel rausgeschnitten. Das ist natürlich nicht so smart. So, ihr seht ja deutlich mehr von dem, was ich auch sehe. Upsi. Sorry. Okay, ich habe auch nicht viel verpasst gerade. Was Steine, die sich streicheln, so sah es zumindest gerade aus. Nicht besonders hoch aufgelöste Texturen, die Energie miteinander übertragen. Oh, das war nur eine steinige Haut, wa? Das ist irgendwie noch. Grime. Hat mir genau nichts gesagt. Kein Gameplay, keine Story, kein. Ist nur. Wir sind mystisch. Bis jetzt zumindest. Okay, wir sind immer noch mystisch und düster. Das macht mir keine Lust, auf irgendwie ein Game zu spielen. Erzählt mir mehr! Batz, batz, batz! Sieht aus wie ein Löwe in der Mitte. Ein Löwengesicht, was irgendwie da mit reingewuschtelt ist. Can't unsee it! Ich glaube, wenn es näher rangeht, ist kein. Nee, es ist kein Löwengesicht mehr. Am Anfang sah es sehr aus wie ein Löwengesicht. Sind das jetzt irgendwelche Steine, Blut, Haut, Dinge, die sich miteinander verwurschteln? Also jetzt sind wir immer nur noch düster und mystisch. Und der Zoom ist irgendwie weird gewesen. Wir haben weiter näher reingezoomt, aber die Auflösung ist nicht besser geworden in der Texturen. Okay, jetzt steht daraus ein Mensch. Oder was menschenähnliches. Mit einem schwarzen Loch als Kopf. Wir sind düster und mystisch. Okay, das Artwork sieht aus wie ein Souls-like. Irgendwas mit Steinen. Das habe ich schon gesehen. Da gab es schon eine Version. Dodge and Fire on the Beat. Das könnte aber richtig geil sein. Richtig satisfying. Ja, Bullets per Minute kenne ich schon. Aber das ist schon ewig raus, oder? Hello, my name's Josh Sullivan and I'm a designer on BPM Bullets. Gibt's ein DLC? BPM is a roguelike rhythm first-person shooter game where all of your actions and the actions of your enemies are tied to the beat of our epic rock opera soundtrack. Everything you do in BPM is tied to the beat of the music. Oder? This includes shooting and reloading your weapon. See how satisfying that sounds? Your goal is to reach the end of our procedurally generated dungeons, collecting different weapons, abilities and aber so schnell schießen Waffen können doch gar nicht mehr im Rhythmus sein. These weapons and abilities can radically alter the way you play, making each playthrough unique.
Mit Pistole geht das aber, wenn ich hier irgendwie eine SMG schieße. Zeig mal eine schnell schießende Waffe. Oder eine sehr langsam schießende Waffe. Clearing each room will reward you with loot. The better you handled clearing the room, the better the reward. Okay, jemand der gut ist, kommt also weiter, weil er bessere Rewards kriegt. Where you can buy cool new weapons or find exciting game-changing abilities that make slaying enemies to the beat even more satisfying. You can also find shops to purchase useful items for your run. Unfortunately, Koribo oder wie das heißt? Maybe next pet time. Bird. You cannot pet the bird, no! Attacks in a unique way that you must learn to exploit if you want to succeed. Okay, das hat so ein bisschen Dark Souls Mechanics, um die Boss Tactics rauszufinden. Das sieht nach einem sehr, sehr einfachen ersten Boss, aber sehr langsam ist. Finishing off a boss is a dramatic musical crescendo that you, the player, are in full control of executing. Ah, nett. BPM is out now on PC, but is coming to PlayStation 4 and Xbox One this summer. PlayStation 4 und Xbox One? Nicht mal 5 und Xbox Series X? Nee, das ist die alte Generation noch. Hm, interessant. Aber gesagt, mein PC ist schon ewig raus. Ja, das ist sogar noch auf meiner Liste von, müsste ich mir irgendwann mal angucken. Team Nora. Hype Train Digital. Wieder ein Pixel Art Jump'n'Run. Pixel Art! Wir hätten ein Bingo machen sollen. Vielleicht können wir das dann zwischendurch noch machen. Ich weiß nicht, wie lange das hier geht. Okay, hier ist die Musik jetzt super leise. Vielleicht zu einem anderen davor. Ja, Online Productions, ne? Das ist problematisch. Okay, und warum sind wir so in Nego Tokyo, wo wir hier gerade noch im Mittelalter sind? Warum kämpfen wir eigentlich mit so einem invektiven Kampfmittel wie einem Stock? Das erinnert mich so ein bisschen an Super Meat Boy. Wobei Super Meat Boy glaube ich nicht kämpft, das ist nur ein Jump'n'Run. Das erinnert mich an Dead Cells. Dead Cells sind süß. Mit dem Ausweichen und so und den Bossen und so und was und dem ganzen Kram. Ja, das erinnert mich an Dead Cells in nett. Zumindest erst auf den ersten Blick. Add to Wishlist und Steam. Ich weiß nicht, ob das ein Roguelike ist oder ein Roguelite oder ob das einfach nur ein Jump'n'Run Fighter ist. Exclusive! Oh shit. Das sieht aus wie Nuclear Throne. Übelste Sorte wie Nuclear Throne. Ist das ein zweiter Teil einfach oder was? Bullet Hell Action. Ja, das sieht nach Bullet Hell aus. Oh scheiße, Alter, da brauchst du aber 500% Fokussierung. Co-op Carnage. Das sieht ja nicht nach Co-op aus, sondern Versus. RPG Adventures? Bullet Hell RPG? What? None have ever returned. Das ist ein wilder Mix aus allem, ha? Huh? Archwale. Coop RPG Bullet Hell. I'm Hannah Lee and we are Humble Grove. Oh, jetzt kommt das komplette Gegenteil. Absolutes Zen-Spiel. Hallo Xeli. Hast schon ein paar Spiele verpasst. Eins, no zwei davon sogar echt cool. Game about graduating university and anticipating what comes next. Super low poly, das erinnert mich Anfang der 90er 3D-Grafik. Interstate 76 hatte solche Zwischensequenzen. Oh Gott. Wie das hieß. Ich hab doch die Aufzeichnung. Also BPM auf jeden Fall, Bullets per Minute. Aber das gibt's schon lange auf dem PC. Ja, das hier interessiert mich gar nicht allzu sehr. Warte, ich mach mal kurz ein bisschen, also das kann ich mich nicht konzentrieren. Und das andere war, shit, muss ich wirklich zurückgehen in der Aufzeichnung. Das erste war meh, das zweite Spiel ist das in der Aufzeichnung. Das sah echt cool aus.
Aber ich hab den Namen nicht mehr im Kopf. Schon zu viel durch. Also wir haben schon bestimmt 5-6 Spiele durchgeknüppelt. Also es ist wirklich gerade nur Trailer. Das erste ist, da erzählt einem irgendwie eine russische Dame über ein Ninja-Spiel irgendwas. Aber das zweite war das coole, obwohl das komische. Das erste Spiel erinnert mich viel besser dran, obwohl das so, ja, alles schon, haben wir alle schon gesehen. What? Warum ist hier ein Monster plötzlich? Das ging gerade um eine Studenten-WG. Warum ist Lou plötzlich ein Monster? What? The fuck? Han and I started work on No Longer Home 6 years ago, after we graduated university. We met on the same course, and during the last year, we moved in together. Das ist ein übelstes Studenten- und Arzi-Projekt. After graduation, I unfortunately had to go back to Japan. How do you say goodbye to a place? We started making No Longer Home as a way to stay in touch, but okay. It rapidly grew as we realized how much we had to talk about and all the feelings we had to process. Thanks so much for watching, everyone. No Longer Home will be launched. Es geht irgendwie viel um Gefühle, um dieses als WG zusammenziehen als Student und dann zusammen wachsen und dann realisieren, nachdem man mit Studium fertig ist, auseinanderziehen wieder und eigentlich hat man da Freunde gefunden. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass das Leute cool finden, das ist nur nichts für mich. Und halt irgendwie das wirklich Monster und irgendwelche Magie da drin ist. Und das sind die Hosts übrigens. From a bona fide classic and a new entry in the hybrid puzzle and strategy realm. Guard your loot and upgrade puzzle your loot, strategy. We're about to slap you in the face with a spike ball mace. Bars. Okay, das sieht hart aus wie Stardew Valley, bloß mit Ballern. Oder es erinnert. Sieht aus wie Dark Souls in 2D Pixel Art. Ah, wobei, es hat. Nee, das hat mich eher an Enter the Gungeon. So insgesamt, aber ein bisschen langsamer. What the heck? Voll unfair und so. Okay, und du kannst aus irgendeinem Grund. Kannst du dich teleportieren. Also, es ist düster wie Dark Souls, aber es hat die Grafik von Enter the Gungeon. Und es gibt anscheinend Quests. Da war gerade ein Questlog irgendwie. Calm Before the Storm, sah aus wie eine Quest. Und ein Roguelike. Ja, auch. Wobei ich glaube, es ist eher ein Pixel-Art-Rollenspiel. Genau, auch hier mit den Inventarwaffen und so. Es ist nämlich wirklich viel an Dark Souls, nur 2D. Also Dark Souls mit mehr Quest-Guidance gefühlt. Und Magie gibt's offensichtlicherweise. Irgendwelche Schusswaffen, riesige Bosse mit bestimmten Mechanics, die man kriegen muss. Hier haben wir auch Sif als Boss drin, nur in blutig. Hier haben wir die Spinnenlady als Tentakelmonster. Es ist sehr viel Dark Souls drin, würde ich sagen, als Inspiration. Die Schlange hat man, glaube ich, nicht. Wo knallt. Oh. Oder ist es einfach Monster Hunter drin? Das sah ganz nett aus. Hunt the Knight. Ich habe erst Hunt the Ninja gelesen. Nett. Also deswegen, es geht einfach super schnell. Ich kann hier nicht rekapitulieren, was wir alles gesehen haben, leider. Auf jeden Fall knallen sie viele, viele Spiele raus. Das ist ganz geil. So als Einstieg. Dass man direkt hypt, wenn dann die richtig dicken Spiele kommen. Bei Ubisoft müsste auf jeden Fall zu Far Cry 6 kommen und sowas. Okay, jetzt sind wir wieder in irgendeinem Mystery-Spiel. Moonlighter habe ich glaube ich nicht gesehen. Aber Moonlighter war auch so ein reduziertes 3D-Spiel, ne? Also das ist irgendwie gerade so ein Trend wieder. Super wenig Polygone und dann flache Farben nehmen. Mit wenig Shading, weißt du, früher hat man Bumpmaps draufgebaut, um auf eine flache Ebene noch ein paar Höhenstufen einbauen zu können. Jetzt nimmt man alles weg davon. Das ist gerade das komplette Gegenteil. Okay, das ist ein Kartenspiel. What? Das ist ein Kartenspiel? Slay the Spire ist inspiriert, ist das dann, würde ich mir behaupten, nur in 3D. Dann ist vielleicht so Moonlighter gecrossed in Slay the Spire. Und das ist ein Blizzard-Ding, was wir gerade geklaut haben. Black Book. Ja, der Teil gerade ist niedlich gehalten, genau das meine ich. Und die sagen alle Add Wishlist on Steam? Weird.
B-Red Entertainment. Noch nie gehört. A roguelike deckburning game. Ach, als ob wir das nicht gerade gehabt hätten. Ja, hier Slay the Spire. Das ist halt alles Slay the Spire. Sogar diese Maus mit den Punkten hinterher ist alles. So hat Slay the Spire. Okay, aber gleichzeitig haben sie noch hier ein Match 4 drin? Warum? Also, warum habe ich hier rechts noch ein Match 4 Spiel drin? Das ist... What? Aber hier diese Kugeln, die nachziehen, ist komplett Slay the Spire. Okay, ich spiele einen Angriffszauber oder Fähigkeit aus und dann muss ich die Angriffssymbole matchen auf dem Match 4. Demon's Mirror. Die Schrift ist geklaut von alten Dungeons & Dragons Schriften, glaube ich. Die hatten früher auch genau dieses Gelb und dann das Rote rein. Oh, Perfect World. Oh, oh, Red Flag. Perfect World ist für schlechte Monetarisierung bekannt. Und Dungeons & Dragons. Ja gut, Dungeons & Dragons Lizenz kostet nichts. Ein MMO. Hey, das sieht aus, das ist wie Neverwinter. Das ist doch Neverwinter. Ah, das ist die nächste Klasse von Neverwinter. Ja, also falls irgendjemand hier Neverwinter spielen möchte, hier habt ihr die nächste Klasse der Barde. Have fun, I guess. das ist mir so egal. Ich habe sogar auf Level 50 gespielt, was damals Maximallevel war, aber dann habe ich nie wieder reingeschaut. Und ich bin einer der wenigen in meinem Clan gewesen, die bis Level 50 gekommen sind. Also, jetzt dachte ich, es wird interessant. Nee, als ob hier wird überhaupt... Nee, also, ich bin halt kein MMO-Spieler. Und das ist halt auch nur ein 30 FPS-Stream, deswegen sieht man da auch nicht, ob das smooth läuft und sowas, ja. Neverwinter Bard Class. Hey everyone, I'm Mira, a developer from Striker Studio, a small Slovakian-based company. Super hot VR hat der wohl gemacht. Loot River is essentially an action roguelike, which is super schlechter Sound. Ihr solltet versuchen, dass ihr das nächste Mal besseren Sound habt, Leute. And I would like to show you a new game. Viel besseren, nehmt dieses Mikro ordentlich ran. Anstatt so viel Drumherum aufzunehmen. Warum erzählst du mir, was ihr mir jetzt zeigen wollt? Zeig's mir doch einfach. Okay, das ist wieder irgendwie. Ernsthaft? Ja, das ist aber. Dann geh ran ans Webcam-Mix, das Webcam-Mix könnte besser sein. Aber ein Greenscreen für den Controller, ne? Und das nicht abgemischt. Ihr müsst den Sprecher so viel lauter machen, wenn ihr den Sound so habt. Ich verstehe den kaum. Und der Sound ist super laut. Okay, warum auch immer du mir jetzt die kompletten Game Mechanics zeigst. Es gibt unterschiedliche Angriffe. Sehr schön. Das ist ein bisschen wie Monster Hunter. Du kannst Angriffe chargen, du kannst Waffen wechseln. Top, hab's verstanden. Hau raus, nächste. Zeig mir, wie das Spiel an sich ist. Worum es geht. It's the first area where you already need to navigate to these platforms that we saw before, and you do it by standing on the. Okay, es geht immer um die Plattform anscheinend. Aha. Okay. Das ist so die Unique Mechanic. Die haben diese Plattform zum Rumschieben mit rechten Analogstick und dann musst du Viecher besiegen. Aber die sind instant tot. Okay, aber du musst viel ausweichen. Du bist auch an. Oh, bei so viel. Hast du HP hast du jetzt nicht verloren. Ah, du kannst sie aber trennen, indem du die Plattform wegnimmst. Okay. Mach doch bitte was Gescheites draus. Ne, das 2D sieht halt relativ easy gut aus. Uns fehlen natürlich jetzt durch den Stream hier viele Details. Und dass ich halt die Plattform bewegen kann, während ich. Also Angriffe aufladen, so ist ganz nett. Das bedeutet, es kann ein relativ hohes Skill-Cap geben. Oder viel mit Skill korrigierbar zu machen. Und das mit dem 2D. 2D ist viel einfacher hübsch zu machen mit heutigen Optionen. Du kannst im Zweifel ein detailarmes 3D-Ding nehmen und einfach das runterfiltern auf eine niedrigere Auflösung. Dann sieht es schon ganz hübsch aus. Okay, und da sind Plattforms gelockt. Okay, das gibt's auch. Warum auch immer. Dann kann ich nicht wieder weg. Okay.
Ich weiß nicht, warum er hier so einen schlechten Sprecher drüber legt. Ist das ein Webcam-Mikro? Ist es ja okay, aber dann müsstest du es besser abmischen. Und die Technik, das abzumischen, ist relativ easy. Dann nimmst du halt mit Audacity auf den Sound und dann kannst du es hinterher noch zusammen rendern. Rendern musst du es ja sowieso. Schneidest es ja offensichtlicherweise. Okay, und du brauchst das Ausweichen bei Bossfights, um den Attacken überhaupt auszuweichen. Also ich habe hier kein Problem mit 2D-Spielen, ich mag 2D-Spiele. Ich mag zum Beispiel auch Enter the Gungeon, was sehr ähnlichen... Loot, ich kann es nicht mal lesen! Stylt doch euren Titel nicht so hart, dass man es nicht mehr lesen kann! Regel Nummer 1, ich muss es mal lesen, worum es geht. Wenn ich nicht... Irgendwas mit Loot. Mehr könnte ich nicht lesen. Ja, also... Das sind Geschmäcker, ja. Ich mag aber zum Beispiel auch... Dead Cells habe ich jetzt viel gespielt. Das war auch viel 2D Low-Resolution-Optik, nenne ich es jetzt mal, weil es war nicht wirklich niedrig aufgelöst, aber die Optik ist halt billiger. Ist für Indie-Teams billiger zu machen. Hochauflöste Sachen, gerade 4K und so, ist halt schwer zu machen, wenn du das als Stil niedrig aufgelöst nimmst. Kommt Warframe auf Switch oder was ist das? Das sieht halt... Nee, es ist nicht Warframe. Was ist das? Sieht aus wie Spider-Man mit einem Katana. Ach, Ghost Runner, stimmt. Ghost Runner. Ich wusste auch, irgendwo erkenne ich das. Und hier ist wieder super laut, holy shit. Aber die Mucke ist geil. Aber ja, es gibt auch kleine Teams, die gute Grafiken gekriegt haben, wie... das ist übrigens das bessere Cyberpunk-Spiel als Cyberpunk 2077. Wer wirklich Cyberpunk mag, vom Thema her, ne? Ist aber ein schweres Spiel. Aber es soll richtig geil sein. Habe ich auch nicht gespielt, steht theoretisch auch noch so ein bisschen auf meiner Liste. Der hat einen Arm verloren. Acrobatic First Person Ghost Runner. Ich habe auch hier Hades gespielt, das war keine Low-Poly oder Low-Resolution-Optik und 2D. Also ich habe mit 2D gar nicht das Problem, ich finde dieses Low-Resolution-Ding sowohl im 3D als auch im 2D, diese niedrige Auflösung und niedrig aufgelösten Texturen und sowas, nicht so geil. Das ist zu viel für mich. Sieht aus wie Magic the Gathering. Was soll man für eine Sprache sprechen? Sag mich hart an Magic, oder auch nicht. Jetzt sieht es aus wie Dark Souls in 2D. In hübschen 2D? Mit geilen Hintergründen? Nur die Animationen beim Treffen sind nicht ganz so geil. Aber es sieht hart aus wie Dark Souls in 2D mit Flügeln. So vom ganzen Theme und so. Wie soll ich Level laufen, wenn ich auf Level fliegen kann? Ja, und irgendeine Krankheit, die wieder alle bedroht, die anscheinend die Himmel bedroht, okay. Und tonnenweise Waffen haben wir, okay, die wir uns aussuchen können. Warum auch immer es dort allein irgendwie 5 Varianten von Schwertern gab, die alle ungefähr gleich lang sind. Das wirklich einen Unterschied macht, spieltechnisch, wenn ich ein anderes Schwert nehme, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also ob ich jetzt ein gewundenes Schwert nehme oder ein gerades Schwert oder ein dickeres Schwert. Aber ich weiß auch nicht, warum sie hier... A grotesque error. Okay. Wishlist das. Oh no, an evil fog is corrupting every living creature. Okay, das ist so 0815 statt. Der böse evil fog. Oh, what? The fuck? Das sieht nach Slime Rancher aus. What? Das ist zumindest witzig. Koop, lass mich raten. Ja, grab a friend. Das ist sweet, ja. Das sieht jetzt schon lustig aus. Das ist so over the top, dass es halt wieder lustig ist. Sieht nach einem ganz witzigen Koop-Spiel aus. Slime Heroes. Oh, ja. Wisst ihr?
30 Sekunden Trailer, man hat geschmunzelt. Habe ich ein nettes Gefühl jetzt, wenn ich das wahrscheinlich wieder sehe. Demon Turf, das sieht jetzt schon scheiße aus von der Animation. Warum mache ich dort irgendwie 5 FPS Animationen? Lass den Scheiß. Also dass diese 2D-Sprites in 3D, okay, meinetwegen, wenn ihr unbedingt wollt, aber warum sind die Animationen so kacke? News Alert? Also coming to PS4 und PS5. Ja, yeah, wow. I'm so excited we could finally announce PS4 and PS5. Also, there's a lot of platforms. Ich sag ja, die 2D. Oh, yeah. PS4, PS5. Die 2D Sprites in 3D. Das verstehe ich. Das kann halt wirklich, das ist ein eigener Stil noch so ein bisschen. Also, wenn den Stil würde ich wahrscheinlich wiedererkennen. Wenn ich das nächste Mal sehe, erinnere ich mich, okay, das Ding habe ich schon mal gesehen. Aber, dass die halt so schlecht. So wie, dass die Animation so, oh, ich weiß nicht, das finde ich einfach nur nicht schön. Okay, und du kämpfst anscheinend gegen irgendeinen Dämonenkönig. Das ist halt mein Geschmack. Das ist ein bisschen, das ist Paper Mario Style. Ich glaube, Paper Mario hat damit angefangen, mit diesem 2D-Look in 3D Jump'n'Run-Gedöns. Aber ich finde es dadurch sehr, sehr schwer einzuschätzen, ne? Wenn ich hier zum Beispiel jetzt auf irgendwas hätte landen wollen, da richtig, richtig korrekt zu landen. Deswegen brauchst du hier diesen runden Schatten unter der Figur, weil du sonst super schlecht abschätzen kannst, wo du landest. Also wirklich super, super schlecht. Ich habe das Gefühl, das Design behindert hier das Gameplay ein bisschen. Deswegen finde ich das, glaube ich, blöd. Also das sieht für mich jetzt schon schlecht abschätzbar aus. Und das ist ein Plattformer, also ich muss nicht präzise springen. Okay, es gibt irgendwelche unterschiedlichen Formen, Werkzeuge. Okay, und ihr beiden seid so wahnsinnig langsam. Das ist so hart gescriptet und so cringy. Also, tut mir leid, dass die Entwickler da drauf waren, hat nichts. Die haben das gesagt, was man sieht, und dann immer 3 Sekunden Pause gemacht, weil dann kam erst die nächste Szene, weil du musst die Szene ja ein bisschen spielen lassen. Das, Leute, lasst die Entwickler weg und macht einen ordentlichen Trailer, wo dann steht, coming now to PS4 und PS5. Exclusive! Okay, das sieht wieder aus, das ist halt wieder 2D Low Pixel. Es hat man so oft gesehen, das hat nichts Besonderes mehr. Stardew Valley hat das, glaube ich, mit als eins der ersten Spiele gemacht. Jetzt hat das gefühlt jedes dritte Indie-Spiel. Moonlighter again. Moonlighter? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was Moonlighter ist. Ich meine, das spielt nämlich eh gerade nicht. Moment. Moonlighter. Bilder. Moonlighter hat schon ein bisschen. Ja, doch. Moonlighter hat auch eine hübschere. Also, das ist schon besser gemacht. Das ist, also die Grafik hat mich gerade eher an Stardew Valley erinnert. What? Okay, ich habe vielleicht doch irgendwas verpasst mit den Monstern. Okay, das ist halt, das ist ein Action-RPG im weitesten Sinne. Mit Arietta of Spirits. Okay, du rettest wahrscheinlich Geister, I guess. Interessiert mich nicht. Wepic Fran versus Evil. In 1972, crack commando. Lass mich raten, jetzt kommt hier Metal. Nee, wie heißt das? Ah, dieser 2D Jump'n'Run. Jesse Fox, lol. Unmetal. Genau, nee, Full Metal war es auch nicht. Also der 2D Baller. Ach nee, das ist ein Metal Gear und ein altes. Okay, das hat mit viel Humor. Das ist MacGyver. Er macht Granaten aus einem Stock und einem Klopapier oder sowas. Das ist schon ganz witzig. Das ist zumindest mit sehr gutem Humor anscheinend das Spiel.
Das hat den Look auch gewählt, weil es zu dem Humor passt. Das ist was anderes. Der Look ist... Moment, warum ist denn da ein Käse, der Leute haut? What the fuck? Who's there? Damn cat. Who's there? Another cat. Ah, nice. I'm free, the landmines. Also, das ist zumindest ein lustiges Spiel an Metal. Was? Wolfstride? Jesse und Cheese? Achso. Das habe ich nicht mitgekriegt. Geiler Sound. Hab ich jetzt schon Bock drauf. Ich lese das nicht durch, aber das scheint ein Rollenspiel zu sein, 2D. Und irgendwie... Was haben Roboter damit zu tun? Gehen wir mal Roboter-Duelle plötzlich? Aber irgendwie... Rundenstrategie-Roboter-Duelle? Car-Throw? What? Das sieht lustig aus. Völlig dumm, aber lustig. Mit Gameplay. Pokémon Battle mit Roboter. Fights. Wolfstrider. Und der Sound ist geil. Also, wenn der einen guten Sound hat, haben sie mich schon zu 50% gewonnen. Es tut mir leid. Okay, das ist jetzt schon wieder. Matt, Developer of Server Steel, and I'm here to talk about some cool ways players have been playing the demo I released. So this level, you're typically supposed to kick that door open and deal with all the guys in the hallway. Oh. But players found a way to use the arm cannon to carve a hole to the left of the door. Oh. Stop, which gets you into this hallway. It's a little bit safer, and there's some nice weapons to find. Oh. Zerstörbare Umgebung in. The player did this cool thing where they throw their weapon down the hallway. And then fight through the hallway. By the time you're at the end of the hallway, you're low on ammo or you're out of ammo, and you have a loaded weapon ready to go. Hm. Okay. Das ist wohl irgendeine Demo, die es schon mal gab. Das durch die Wände schießen ist ganz nett, aber cool stuff with manipulating AI. So you saw I just got wrecked kicking down that door. But if I use the audio perception of the AI to kick a wall, lure them over. You can set up ambushes. Okay. That's really useful in the harder difficulty. Die KI hat basic skills. Cool. So that's been a really useful technique. There's one stunt. Sieht ganz hübsch aus. Trotz low poly. Tutorial and that's the ability to jump and kick off walls. And on my Discord, players have been sharing really crazy footage where in rooms like this with a really high ceiling, they are jumping and kicking off enemies to get loads of airtime they can use to get really stylish kills. Okay, und es geht anscheinend um stylish kills, I guess. Okay, das ist so ein Highscore-Jagdspiel anscheinend. Mit sehr guter Zerstörungsphysik. Das finde ich ganz witzig. Dass ihr den über Kopf bist, fickt komplett meine Wahrnehmung. Holy shit. Dass du dann, wenn du an die Wand kickst und hochfliegst, dass du dann wirklich kopfüber auch deine Kamera hast. What the fuck? A lot of players asked for enemy outlines to help discern them, so you can see I've added them here. And players asked for a double shotgun, which you see I'm rocking right now. I hope you enjoyed this preview of Severed Steel. It's slated for PC release late summer of this year. And if you like what you saw, also es ist super schnell und nix für Motion Sickness, Leute, wie Lumi, Alter. Die würde hier kaputt gehen mit dem Spiel wahrscheinlich nach 5 Minuten. Es ist ein bisschen viele Effekte auf dem Bildschirm, ehrlich gesagt. Bei mir regnet es übrigens inzwischen. Also, Severed Steel, cool. Exclusive! Und ja, ich hab's jetzt zu laut reingeredet. Severed Steel sieht ganz witzig aus, aber das ist, glaube ich, ein Spiel, das ich nie mehr spielen werde. Nee, nichts für Epileptiker oder Leute, die Motion Sickness haben, so gar nicht. Es war auch eine super, super weite Field of View, weil du hast wahrscheinlich hier 110, 120 Grad Field of View, deswegen hast du diesen Fischaugeneffekt konstant. Da können viele Leute nicht mit umgehen. Okay, und das sieht wieder aus. Das sieht sogar mal nach einer coolen Low-Poly-Variante aus. Die sieht irgendwie besser aus. Ich weiß jetzt nicht warum, aber die sieht besser aus. Das sieht aus, als würdest du hier Star Wars-Gleiter zusammenbasteln. Also auch die Darstellung, das sieht halt wirklich gemalt aus. Als hätte jemand sich hingesetzt und jeden einzelnen Frame gemalt. Und nicht einfach nur wenig Details reingeballert. Weil hier sind Details drin. Das sieht aus wie ein.
wie Borderlands-Grafik auf ein Chill-Spiel übertragen. Von Borderlands 1. Genau, das sieht angenehm aus, obwohl es eigentlich auch low-poly ist. Aber hier habe ich das Gefühl, da ist Überlegung drin, wo wir welche Details wie weglassen und welche wir drin behalten, damit es noch Details hat. Ich meine, weil das sind offensichtlicherweise Texturen oder hier auch der Sand, dass da noch Punkte drin sind, nicht einfach nur eine Ebene in einer Farbe ist. Das sieht halt... Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich im Spiel tue, außer dass ich irgendwie anscheinend Gleiter zusammenbasteln kann. Aber... Sieht nach was aus, dass man sich angucken kann, auf jeden Fall. Und die Musik war wieder cool, passte zum Spiel. Passt wieder zum Spiel. Up next, Razer! Junge, wofür hast du eigentlich dort einen Laptop stehen? Außer dass Razer-Werbung ist. Gibt's einen Grund dafür? Am Ende ist es einfach nur ein Laptop, wo ein Razer-Logo draufgeklebt ist, weil Razer Sponsor ist. Da ist wahrscheinlich nicht mal ein echter Laptop drin, sondern einfach nur ein Plastikgehäuse. Because we're about to go in and get grimy. Let's do it. Sie erst hochdelit gebaut und dann runterskaliert mit Hirn. Ja, die haben halt Farben und vor allem Shader weggelassen. Du hast wenig Schatten gehabt, du hast wenig so Lichteinfall super sporadisch gehabt. Und es war halt wirklich, das war ein Artstyle. Das war nicht einfach nur, wir sparen uns Arbeit. Und bei vielen anderen ist es einfach nur, wir sparen uns Arbeit. Und das merkst du halt leider auch. Aber die... Oh Gott. Das erinnert mich übrigens gerade an so 80er-Jahre Jump-and-Run-Spiele. Das ist das, was ich in der Schule da auf dem Schulcomputer gespielt habe. What the fuck ist das hier eigentlich? Auch diese Zwischensequenzen. Gallons of Blood. Tolles Feature. Danke, Leute. Super. Und warum ist da einer mit Fledermausflügeln, der rumfliegen kann und Leute verprügelt? Und hier ist noch irgendwie Flash in nackt. Nur ein Speedo und verprügelt Leute, und da ist noch ein Hund, der Sachen frisst. Why? Ich habe so viele Warum-Fragen bei dem Spiel. Bats, Bloodsucker, Anti-Terror Squad. Ah, das sind alles Vampire gewesen! What? Alles klar, Xeni. Okay, das ist jetzt hart an Dead Cells. First Mission Incoming. Okay, das war nicht mehr an Dead Cells, sondern an Dead Space, meinte ich. It's about time. Okay, super düster. Low Pixel. Bibel Feast. Again, glaube ich sogar. Okay. Kraken Temple. Man trifft Leute. Also RPG, schätze ich mal. Crouch, Galb. Okay. Shooter, Action, RPG, okay. Mit Loot. In einer komplett dystopischen, zerstörten, mechanisierten Welt mit irgendwelchen Blutmutanten-Scheißen-Zeugs. Kam hier Cutie, Animal, irgendwas. Ich kann das aufheben und... Devouring. Das ist eklig. Death Trash. Das ist eklig, das Spiel. Obwohl es so schlecht niedrig aufgelöst ist, habe ich... Boah, bäh. Also das ist ein Artstyle, da ist mit der niedrigen Auflösung das noch ekliger geworden. Du bist nur von der linken Kopfhörer, warum? We're established by Bluebird Team and we've just celebrated our 12th birthday. Our goal right now. Warum bist du nur auf meinem linken Ohr? My name is Christoph Jumba. Du bist auch nur auf meinem linken Ohr. We made games with unique aber die Musik ist auf beiden. Excellent soundtracks and captivating gameplay. Ja, Visual Novels Studio. Vampire the Masquerade titles and Serial Cleaner. Our next game is its sequel, Serial Cleaners, a stealth action crime story set in 90s NYC. Mhm. Musst also Leichen verschwinden lassen oder was? I lead a team of 30 amazing game developers currently working on three different projects. Serial Cleaners our biggest one so far and is set to launch later this year. We've got a good vibe and we're expanding, so come join us on our adventure to the 90s. Okay, die wollen Leute anwerben. Können mich bewerben? Drawdistance.dev. Können man sich bewerben. Jetzt kommt das hier Cleaner Trailer.
Ich vermute mal irgendwie, ne, da hat jemand jemanden umgebracht, irgendwie für die Mafia oder so ein Scheiß und dann, nee, irgendwie auch nicht. Bringt man jetzt Polizisten um, die dort irgendwie versuchen, Mord aufzuklären oder was? Was macht man denn nun? Bis jetzt sind wir nur Sichtfeldern ausgewichen. Oh, man macht Blutspuren weg. Lol. Auf dem man aber rumsurfen kann aus irgendeinem Grund. Die Blutspuren helfen dir, sich schneller zu bewegen. Okay, und Leichen musst du auch noch verschwinden lassen und Blutspuren anscheinend. Scheint ein Rätselspiel zu sein, so ein bisschen. Stealth Action Crime Story. Nette Idee. Nette Idee. Kann funktionieren. Steam und Epic und GOG. Das ist schon mal ganz geil, wenn das auf allen drei Hauptplattformen kommt. Was haben wir hier noch? From the Light. Das ist, sieht schon mal witzig aus. Hello, we are Monaco and we're a small, very small studio from Cologne in Germany. Ooh. And what you see before you is our very first game, a cinematic platformer called White Shadows. Mm-hmm. So White Shadows is basically a modern Fable. It drops you off in this huge, weird vertical world that is called the White City, mm-hmm. even though it's really, really dark. And in this White City, there are the rats and the wolves, and they're in charge. And then there's the pigs and the sheep who do all the work. And then there's okay. the birds who are, or at least so they say, to blame for a deadly pandemic. Ah, this is for the Vogelgrippe abgekupfert. Little raven girl trying to change all that. So basically, interessant. This game is not really a puzzle platform. It's a bisschen Zootopia und düster. It kind of drops you off in this really weird world, and if you imagine inside in Tim Burton having a really mean, weird... Das ist auf jeden Fall Tim Burton, die... ...then you'd have this game. It's black and white, it's dark, it has to do with a lot of stuff... Es ist black and white and dark, ach nee. ...and it's also really entertaining. Das sollte ein Spiel immer sein. As the developers think that it's really funny, but people who've played it tell us that it's really, really dark. So, you need the judge of that. Es ist halt Tim Burton, ne? Tim Burton ist auch so ein Mix aus Spaß und Darkness und Düsternis. Das kann gut funktionieren. Sie müssen bloß ein bisschen mit den Blumen aufpassen, finde ich. Wenn hier zu viel Blumen drin ist, ist es beim Schwarz und Weiß ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich hätte lieber hier am besten mehr Kontraste gerade. In Spielszenen ist es mir ein bisschen zu blumig, zu überstrahlt mit den Lichtern. Denke ich. Und hier einzuschätzen, was Hintergrund ist und was nicht, finde ich super schwer. Also, Artstyle 1. Artstyle könnte aber hier, wenn wir Pech haben, das Spieldesign behindern. The Game Awards Nominee. Was kommt denn jetzt? Irgendwas Indisches oder was? Oder zumindest wirkt es wie Indisch. Nodding Head sind wohl die Entwickler, das kann ich gerade noch lesen. Okay, das sieht aus wie Prince of Persia in modern. 9 von 10. Authentic Hindi Voiceover. Okay. Das ist also aus dem indischen Bereich. Das sieht cool aus, das sieht nach einem Action-Adventure aus. Aus einer indischen Kultur. Das ist halt neu. In der Kultur hat man noch nicht so viel erlebt im westlichen Bereich, wo halt bis jetzt viele Spiele herkamen. Da merkt man, dass halt Spielentwicklung inzwischen langsam global wird. Raji. An Ancient Egypt. Enhanced Edition. Shout out to Raji. Congrats on winning Best of the Raji. Such an awesome studio out of India. Die haben sogar bei den Game Awards was gewonnen. Cool. You know what I mean? Before we move on to the next segment, we want to say thanks to our broadcasting partners, Twitch, Steam, IGN, and of course, GameSpot. Warum ist denn IGN und GameSpot ein Broadcasting Partner? Zum also wieder Chill-Bereich.
Bob. From this event as well as from Wholesome Direct, which is coming up next. We have a link on the Wholesome Direct kommt wahrscheinlich aber nicht hier, ne? Da müssen wir mal gucken, wo das kommt. Up next, we're gonna connect. Aber das ist erst über eine Stunde. We're doing gargantuan things with really creative indie developers. Let's creep around the corner and say hello to our neighbor devs working with Tiny Build to peep what they have cooking up. Tiny Build, okay, was habt ihr? Euch kenne ich. Ihr habt schon viele, viele coole Indie-Sachen gemacht. The fuck? Das Farbschema und die Low-Poly-Sachen erinnern mich instant an Death Road to Canada. This is my game. This spot's game. I will give you a group of puny humans, and you will lead them to the end of the dungeon. If okay, this you is... get past my cute little robots, zombie wombies, and flesh-eating cabbage wabbages. This is irgendwie so ein Despot's game is a rogue-like auto battler. That means that rogue-like auto battler. Automatically. It also means permadeath and randomly generated dungeons. Pilgrim. Nee. Okay, wir können es organisieren. Okay. Das könnte witzig sein. Okay. Okay. If you make it far enough in the dungeon, you'll get the chance to fight other players! Okay. You probably think I came up with all this in order to raise a perfect army of mutated humans capable of conquering the universe, right? Wrong. I simply enjoy watching pathetic humans hit each other with refrigerators. You're in Despot's game now! Das erinnert mich an Domina, gemixt mit, ich glaube Pilgrim ist es, oder wie heißt das auf, das war auf den Nintendo-Konsolen, wo du auch mehrere so kleine Viecher bewegst. Okay, das ist jetzt irgendein Alchemie-Spiel? Und Roguelike natürlich bei dem anderen noch. Fast-Acting Poison. Okay, das sieht übel nach Alchemie aus. Nach einem Alchemie-Spiel, wo du bestimmte Potions herstellen sollst, was die Leute haben wollen. Mit Minispielen zum Verhandeln und sowas, okay. Okay, Frost Poison. Brew this recipe. Okay, du kannst da Sachen vorbereiten und irgendwie zusammen... Potioncraft. Das sieht interessant aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das hingegen sieht einfach nur chaotisch aus. This is Eric from Animal. And we're the creators of Ramen. Along with our extremely small team of passion. Raw man. Really excited to get this out to you. Ich mag puns. Food fighting arena game with a bunch of quirks and twists. Okay, I'm on board. Game modes, along with a new work in progress mode that we've been working on. Arena fighting so game. Start with the meatball mode. Yeah, and meatball mode, it's all about putting the meat in the hole, the goal hole. You gotta jump in and take control. Like, what does that mean? It sounds good, but what does that mean? well, it's, you know, it's basically kind of like Katamari, where the objective is to jump into a giant meatball, take control of it, roll around, charge it up, and shoot it into various... Aha, okay. Der Meatball-Modus, du rollst rum, sammelst Objekte an dem Fleischball. Also, ich habe Hunger. Und schießt ihn dann dein Höhlchen. Okay. Das gab's schon mal. World of Tanks Fußballmodus hat so funktioniert mit dem, du schießt auf den Ball und der muss ins Tor. Blast your foes to keep them from gaining control of the ball. Blast your toes? Foes. Okay, bros, I guess. Okay, du kannst sie customisieren. We wrote that? Yeah, it says, say something about meat chassis. Oh, yeah, the old bag of meat and bones. You know, the players, the soup saviors.
Players can customize their character almost. Warum geht's eigentlich über Suppen? Warum haben wir eine Suppenkelle? Alright, well, within this configurator zone thing, when it comes to fashion, we got you covered with a trunk full of different culinary styles, vibes and drips. Your soup-slinger is yours to design and warum ist das ein Soup-Slinger? Decorate to your heart's content. Oh, and don't forget your old pop pal. I think it's time we wrap it up here. Yeah, good idea. Thanks for tuning in to watch our video and giving us the opportunity to talk your ears off about ramen. Ich finde, ich hätte die Sprecher wieder lauter machen sollen. Oh, and that being said, be sure to hop into our Discord so you can be part wobei, of the playtest. Könnte an mir liegen. Help us perfect the recipe of ramen. Yeah, we hope you get a chance to play. We really appreciate all the support. Ja, es liegt an mir. Over the course of development, it really means a lot and motivates us. Bye. Thanks for stopping. Bye. Er hat gerade Ohrenschmalz in die Suppe getan. Boah, das erwischt mich. Boah. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr, danke. Oh, das sieht aus wie es. Oh, nicht so laut. Why so laut? Fast Food Restaurant in Half-Life 1 Grafik. Why? Warum so hässlich? Selbst Half-Life 2 war hübscher und das kam 2004 raus. Alter, Jungs. Oh Gott, und warum sind das plötzlich so, ein Horrorspiel? The fuck? Das hat so ein Mix aus SCP und Fast Food Management Spiel oder was? Alter. Das ist so ein Horror Mystery Ding im Fast Food Bereich. Und aus irgendeinem Grund kommen irgendwelche komischen Dämonen in deinen Laden. Happy Humble Burger Farm. What the fuck and why? Das hört mich wieder an so ein bisschen Tim Burton-Style. Alles ein bisschen verkorkst, verdreht, schief. Ah. Mr. Peterson. This character has one mission. Der Nachbar. Gibt es eine Singleplayer Version? Das war der erste war ein Multiplayer. Named Quentin, who is suspicious of his creepy neighbor Mr. Peterson. For those new to the Hello Neighbor franchise, this is Raven Brooks, the sort of town where everyone keeps to themselves and goes about their lives. Normally, you would too, except a bunch of people have gone missing. And there's just something shit. Strange about your neighbor, Mr. Peterson. Scheiße. Everyone is afraid of him. Ich habe mir gerade übel viel Zeug auf die Hose gekippt. Ich gehe mal kurz sauber machen. Bis gleich. Hier, da muss man kurz weg. Bis gleich. So people just try to avoid Mr. Peterson, his odd house, and ignore the strange sounds coming from his basement that night. You have a feeling that Mr. Peterson is behind all of the neighborhood disappearances. But no one believes in your ideas and theories. And while you normally wouldn't break into someone's house, you're the only one who believes something is wrong and has the guts to uncover the truth. When you break into Mr. Peterson's house, you'll be going against an AI that is constantly evolving. Our goal for Hello Neighbor 2 is to provide unique player experiences. This is an experience that is driven by the community. Mr. Peterson's behavior is a combination of a neural network and algorithms that allow him to constantly learn from his experiences with everyone who plays our game. It begins with the collection of player activity. Mr. Peterson takes note of player behavior, whether or not most players are likely to hide in a closet, use a certain escape route, or certain objects. As time progresses and he learns, Mr. Peterson's behavior may change and surprise you. How Mr. Peterson plays in one encounter with you might be different from the next, all due to his encounters with the game's community as a whole. Cool. In this way, the community's experience with Mr. Peterson changes over time, allowing for an AI that is developed through community actions, replayability, and great stories of neighborhood shenanigans. But these new experiences go beyond Mr. Peterson. In Hello Neighbor 2, players can interact with all okay, wir sind glaube ich im nächsten Spiel, I guess. Irgendwie Spy Party Gedöns. Oder das ist immer noch Hello Neighbor. Das ist immer noch Hello Neighbor, okay. Die Zeit kommt auch noch dazu. Oder was?
während der Nachbar einen jagt. We hope this presentation of our AI and development gives you an idea of what to expect in Hello Neighbor 2. If you'd like to try an early access version of Hello Neighbor 2, you can wishlist the game on Steam and check out our alphas on the Microsoft Store. Thank you for watching, and we'll see you in the neighborhood. Ahoy, sailors! Okay, das sieht jetzt wieder super cool aus. Also vom Artstyle her. Das erinnert mich an Trash Sailors Private Guide. Nice! Gute, schon mal ein guter Name. Das erinnert mich jetzt schon wieder hart an. Don't Starve Together hat so einen Artstyle gehabt. Ach so, die holen den Trash aus dem See. Okay. Okay, du musst auch irgendwie durchballern, sieht das nach einem Koop-Spiel aus. Oh, und muss Leute verprügeln, die auch drauf landen. Oh. Und reparieren. Das sieht ein bisschen lustig aus, schön tollpatschig. Warum sind das stielende Walrösser? Steer carefully. Oh, und spielen. If your enemies get close and the good old ship's cannons aren't enough, try the newfangled trash technology. Trash technology. Das sieht so ein bisschen nach einem Roguelike oder ein Action-RPG, also dieses Stärkerwerden vom Action-RPG auf so ein Raft angewendet. Und ein bisschen ballern halt noch. Koop-mäßig. Das ist ganz geil. Und Willy Werkel hat, glaube ich, früher so einen Artstyle gehabt. Das wollte ich vorhin noch sagen. Shout out to Tiny Build. They are producing and publishing some of the most amazing indie titles coming out. Ramen is looking real fantastic. Yep, yep. And for our Guerrilla Collective 2 finale, we're going to head out with an exclusive finale that we had with Innersloth, the team behind Among Us, and check in on some fun and upbeat games. Among Us. Let's take a trip back to the arcade with some fun retro throwback games. And before we finish everything up, we are also going to go to an exclusive interview with our friends at Limited Run Games. Let's rock. Okay, exclusive interview. Welcome back to the Guerrilla Collective. We have Marcus Bromander and Adriel Among Us game. Okay. Team. Super happy to have you guys hopping on the Guerrilla Collective for an interview. Tell us about yourselves. Hey, I'm Marcus. Die haben halt Among Us gemacht. United. Klar. I'm one of the co-founders of Innersloth. I worked on a lot of the art, the sound design, game design, and miscellaneous other spots in the game, but no coding. I am Adriel. I'm a lead programmer at Innersloth, which means I live in the code, I make a bunch of lists, I tell the other programmers what to do, and I fix bugs. I want to talk QA also. About the team and go into what you have in store for the game. But first, I want to ask you a couple of questions about the team and how you're moving forward. So first of all, for people who don't know, where did your studio name Innersloth come from and who is repping the team? So when we first formed our company, me and Forrest, we were trying to come up with a name and we were kind of just stuck. So we went on a random name generation site, clicked through. So wie ich das auch mache. Innersloth just kind of felt, for me, it was random English names. I have the motivation to make stuff, but like the inside of me is kind of lazy, kind of, it's hard to get motivated sometimes. So that the sloth really stuck to me there. You know, some people think that success is overnight, but you have all been grinding to make things happen. Das stimmt. Small team. Es war super lange, sie sind 2 Jahre lang unbekannt. During the growth and iterative development of the game, Ben. I would say, I mean, just in general, going from 3 people to we're at 8 now, I think, is such a different work environment completely. Du musst so viel mehr organisieren. Getting everyone on the same page is something that's we're still learning how to do. Yeah. Meetings have to start happening.
You can't just tell. Bei drei Leuten kannst du aber sagen, ich mach das jetzt mal. And then things go from there, and now I have to make sure to tell everyone, and I have to learn how to write design docs. I can't just have it in my head and tell people. Du musst es mitteilen können. Das musst du lernen. And you've been like an integral part of the indie community with helping out early on, you know, with the mega booth and then really orchestrating Train Jam and been involved in so many projects. How has it like? Er ist schon ewig als Indie-Developer aktiv. Krass. How has it been on the, on the opposite end of like, you know, communicating with Marcus and everybody on the team? It's been fun. It's been fun to be sort of in that transition from the small team to what is quote unquote the larger team now. Not that 8 is huge or anything, but I was the 5th person, so I was like right at that tipping point from it being small enough where you could just tell one person one thing and then everybody knows everything, to now it's like we have to make sure we're tagging all the right people in our work channels and like getting information out. And yeah, I came on towards the end of last year through a mutual friend who was like, hey, InnerSloth needs more programmers, you know, because at that point it was just Boris as the programmer, and I was like, all right, I'm in. And then, yeah, rest is history. But it's been really fun getting to sort of grow the programming team as well. And ich finde interessant, wie sie redet, ohne die Zähne zu bewegen. Sie redet fast komplett ohne Kieferbewegung. Do more output and get things out there faster. So you've had like, you know, Among Us hat auch gar nicht so viel rausgebracht, oder? Just mad people streaming it, and now it's really ingrained into pop culture. What are some of the most surreal defining moments that have been heartwarming or have left an impact on the team during since its original release until now? Just all of the like the fan art that comes in and all the like nicht nur Fan Art, ja, Fan Animation, Fan Films. Es gibt so krass gut gemachte Fanfilms bei Among Us. Das ist einfach nur irre. We have a channel in our Discord that we just post all this stuff. Das ist so krass. Just like empowering drives gives us motivation to keep going. Ich würde gerne nur wissen, was als nächstes kommt bei Among Us. Kommt da was? Ich meine, es gibt eine Airplane Map, die zuletzt kam, soweit ich weiß. What can you share with everyone on Twitch watching during the Guerrilla Collective that is next for Among Us? Yeah, we do have 15 players coming, which means 15. We do need more colors because there's only 12 in the game. And so we're going to add 6 new colors. I don't know if that's been announced, but... I feel like we could say that we did at one point have a color named Barf that is not going to be released. So what is that? Like it's like a speckled yellow or something? Like a greenish yellow. Yeah, imagine mashed up peas. Like mashed up peas that you would feed a baby. Wow. Or like the Barf emoji, just that color. Yeah. Oh, okay. I, for one, am disappointed that we don't have Barf in the game. Me too. I was a big fan. Die wollen keine Kotzcolor machen, oder? Also keine Kotzfarbe. No Barf? Oh Mann. Das hatten sie gemacht, aber dann nicht released. How do you come up with, like, because it seems interesting that just that you're just talking about, you know, having the Barf colors, how do you come up, you know, with these different designs and ideas? The colors are super hard. We're trying to move away from having colors be the main identifier for each character. Cool. So we want to lean more into cosmetics. Finde ich aber schwieriger, weil die kann man schneller wechseln. So, but we still want to make them, ich finde Farben besser. At least it, to begin with, vor allem, weil Farben bei Among Us halt als Identifizierungsmerkmal das Hauptding sind bis jetzt oder gewesen sind. Look at the color wheel and go, okay, maybe we don't have anything in this little zone. I'll try something here. Das finde ich ein bisschen, das auf Cosmetics runterzubrechen, like, dann dürften die Cosmetics so nicht mehr really zwischen den Games gewechselt blue, werden, like, damit du dich an die Runde gewöhnst. Getting mixed up with purple or something. But eventually we're just gonna have to kind of move away from that and not worry about it as much. Finde ich nicht gut. Awesome to have you guys. Thank you guys for, you know, die Farben sind so gut gemacht. Du konntest es so gut an den Farben erkennen. Wobei halt Farbenblinden damit ausgelassen werden. Das ist mit Cosmetics ein bisschen einfacher, glaube ich. I mean, just thank you. That's the one that's just always there. Weiß nicht, wie happy ich damit bin, dass sie gesagt haben, sie wollen die Farben weg haben.
That's the same sentiment here. It's great. It's mind-boggling to be working on a game that this many people play and get like such an enjoyment out. Like, I get texts from friends who are like, oh, my 12-year-old was playing with his friends and was bragging about knowing that his mom knows you. That is awesome. That's cool. That's really wholesome. Yeah. Yeah, thank you so much for joining us. We appreciate it. It's been amazing. Das ist so ein, we'll talk to you later. So ein bedeutungsloser Term inzwischen. We appreciate it. Das, okay, jetzt kommt bei morgen ist aber nichts Neues. Das ist einfach nur ein Interview. Okay, I guess. So, hier ist Two Point Hospital in Casino-Version. Casino-Manager. Oder Parkitect als Casino-Manager. Mit so einem gezeichneten Stil und Tieren, I guess. Das ist ja witzig. Profits, es ist super viel Management auf jeden Fall drin, so viele Zahlen. Hier wieder Clients. Oh, ein Bär, der so wütend wird. Eine Nase, der immer auf dem Boden liegt und zeichnet. Das sieht. Blooming Business Casino, das sieht cool aus. World Premiere. Schon wieder Roboter. Oder irgendwie komisch animiert. Das ist so ein Lego-Look. Da funktioniert das. Die schlecht aufgelöste Animation, glaube ich, ganz okay. Okay, du kannst unterschiedliche Roboter kaufen, aber du kannst sie nicht zusammenbasteln. Ach doch, Strong Arm, Ren. Ah, du kannst es erforschen. Und dann wahrscheinlich. Ball Magnet, Ram Range. Dann musst du irgendwelche Challenges machen. Okay, das ist so ein bisschen umhauen, dann verlierst du den Ball und diesen Ball musst du da reinhauen. Okay. Das sieht nach ganz coolen Kombination aus, aber ich finde es schwer zu sehen, wo der Ball ist. Durch die Animationssachen. Es ist wieder so, dass ich das Gefühl habe, das Gameplay wird behindert durch Animationen. Durch niedrige FPS und Animationen. Alter, kann der weit springen? What the fuck? Der Fork. Okay. Robo-Dunk. Das sieht aber ganz cool aus. Mit irgendwelchen Explosionen aus irgendeinem Grund. Wenn man das gegeneinander spielen kann, ist es, glaube ich, cooler. King of the Hat is coming to Steam. King of the Hat is coming to the moment you've all been waiting for. Which means that you can wishlist the game. If you wishlist the game right now, you can win. You can win. Nix. A washing machine! Success! And if you win this game right now, you could win a sticker! Wow. Oh my god! Wow. Which is the game? You might be entered into a contest! Ich hab nicht mal eine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Sag mir doch, was für ein Spiel, bevor ich das wishlisten soll. King of the Hat. King of the Hat. Warum heißt es King of the Hat? Also du musst immer einen Hut tragen oder was? Einen passenden Hut zu dir? I don't know. I don't know. Okay, was geht denn jetzt hier ab? Jo. Okay, das sieht wieder nach einem Coming of Age Story aus. Da kann man was essen. Da passiert nicht so viel. Okay, der hat ein Hoverboard? Doch keine Coming of Age Story. Oder doch? Oder vielleicht? Okay, what? Da kam plötzlich ein Graffiti im Hintergrund. Haben wir einen Fehler aufgehoben? Future Venice unter Wasser. Impact by Climate Change, genau. Ah, deswegen haben sie es gebaut, okay. Deswegen ändern sich mit der Zeit wahrscheinlich auch Sachen, aber du hast auf jeden Fall ein Hoverboard. Paint your memories. Holos, be nice. Find your way.
I'm not here to save witness. Aha, nicht? Warum nicht? Also save mir doch witness. What have you done, Leo? Venice 2089. Kickstarter. Am Kickstarter. Ist es schon durch Kickstarter durch oder wird es erst im Juni jetzt gekickstartert? Das wäre irgendwie weird, das sah sehr fertig aus. Old painting never really noticed me. Aha, wir entscheiden, was wir malen? Expert in landscape. Paintings, I've seen a similar one in my room. Something behind the painting opened? What? Behind the frame? Life, the finest scenery. Okay, das ist wieder so ein Meta-Spiel, I guess. I guess. Kitsune Tales! Hup, hup! Katzen! Katzen. Füchse! Füchse! Super Mario mit Füchsen! Save your girlfriend with adorable costumes. Das ist ganz witzig, dass man Gegner so zu vereisen kann und benutzen kann. Explore their relationships. Oh, du hast mehrere Girlfriends with adorable costumes. Coming to Nintendo Switch. Und gibt's wohl schon auf Steam und allen möglichen. Crime is illegal. Ach nee. Not anymore, thanks to Whitewater Wipeout by Chuhai Labs. What the fuck? Thanks to Whitewater Wipeout, I can finally commit the cool crime of surfing, featuring pure gnar style. What the fuck? What is this? It's a playdate game. Yeah, Jeff? Yeah, I'm on set. I have no idea what the fuck the script is. No, I'm not gonna hold. I'm Mihoko. I play Whitewater Wipeout. What is this? The fuck? Mit irgendeinem so Drehding? What? Why? At King Wash Laundry, we pride ourselves on providing years of garment cleaning excellence. Our customers come for the top-of-the-line deluxe washing machines, but they stay for our professional service. What? Professional service? Now pick up service? The clothes and load them into an empty machine. Wait a few minutes, then transfer to a dryer. While you're waiting, make sure to pick up discarded coffee cups and throw them in the trash. Mm-hmm. Thank you for choosing Arcade Mania. If you want to level up your takings and grow your arcade, just follow our simple what three-step the fuck? Plan. One, play profit play purchase game and set a killer high score. Two, now watch as customers drop quarters trying to beat your score while you sit back and make fat profits. Three, use your takings to buy a brand new cabinet from Arcade Mania. Just use your personal computer to surf the internet, and you can order online. Now just wait for your new purchase to arrive and do it all again. Play, profit, purchase, this... play, profit, purchase, play, profit, pest control, purchase! With these steps, pest your control. Arcade is guaranteed to grow and so expand scheiße. Into a glorious arcade paradise full of our biggest hits. Was kommen die Strikes? Always use the brush for particularly stubborn waste matter. All that remains to be said is welcome to King Wash Laundry. Okay, irgendwie kannst du beides Arcade Paradise. Kann ich eine Waschmaschine machen und eine Arcade gleichzeitig und im gleichen ne, nur Wand getrennt und dann beides gleichzeitig? Wäre doch mega gut. In Waschsalon, in dem Arcades stehen zum Spielen, während die Wäsche wäscht. Das ist ja so awesome. How much, man? Thanks for having me.
Yeah, for sure, man. Like, it's so awesome for sure. That Limited Run, you know, has reached its 5-year anniversary. For sure, man. I appreciate it. Limited Run Games. If you know, yeah, folks that aren't familiar with it. Yeah, so Limited Run Games, we started the company with my co-founder Josh Fairhurst. We started in October 2015 as a response to his dev company, Studio, okay, was having trouble staying in business. We were off of a big project and we didn't have a whole lot of work to do, so we were like, how do we stay in business? And then his biggest thing was, we had one game on Vita called Breach and Clear, and he was like, you know, it'd be cool to at least preserve this game even if nobody wants it, so that way I have some proof that I did something and it's not all digital. So we did that, and we sold the game in October, and it sold out in 108 minutes and kind of blossomed from there. You know, got contacted by Epic, Oddworld, WayForge, started really pulling in the partners, and Xeno Drifter war das Ding, was sie gemacht hatten, oder was? 700, 800 Xeo Drifter releases now. That is wild. Super crazy, man. Like, what is like one of the highlights of your career at Limited Run Games, or what you've done? Yeah, there's a lot. So we had like a wish list of things we wanted to do originally, and we ended up doing all. Die haben einiges inzwischen gemacht, so wie ich das sehe. One of our biggest things is Scott Pilgrim, because that was like one of the founding pillars of what we wanted to do. And then for personally, like working with Suda on No More Heroes was a huge deal for me. Ja, also auf jeden Fall ein richtiger Nerd, wenn ich mir so seinen Hintergrund angucke. Mit Goku, Haufen, weil eingepackte Sachen liegen da auch noch jede Menge links von ihm. Was ein bisschen weird ist. And it's like, I don't know, und ein Pip-Boy hat er. The Jay and Silent Bob game is a huge deal for me. Like, you know, without Kevin Smith, Josh and I would never have mended a friendship that we had briefly broken up when we were young. So Arcade Mode, 8-bit mode. What I think is really interesting is just your idea of doing things in that, you know, in a limited quantity. Can you kind of talk about like how, like what kind of different packages that you guys put together? Yeah, so when Limited Run started off, we were definitely very limited, and the reasoning for that was, one, it's all, it costs a lot of money and resources. Limited Run was very limited. Geil. Because we can't afford to just sit on a product that takes years to sell out. Yeah, for sure. We started off with limited stuff, and as we got bigger, we decided with Switch, like, hey, we have no idea what the audience is here. Why don't we try open pre-orders? And that worked out really well. And then with the pandemic hitting, we were like, you know what? Let's just do this for most of our stuff going forward. And I think the reception's been a lot better. So we're limited in like the amount of time basically now versus the amount of units, which I think is a better approach, because it gives people a chance to get it, and it's not so much that like, oh, I missed out. I mean, people still miss out, but now we work with places like Best Buy, Amazon, and GameStop, and some of our games are available at retail, which is another cool thing for our developers, because you know, as when you're younger, you're like, man, I wish one. Okay, die haben also wirklich Games, die einfach nur eine Auflage haben, ausverkauft ist ausverkauft und durch. Und inzwischen haben sie es wohl umgestellt, dass es einfach nur, keine Ahnung, 12 Stunden verkauft wird und dann ist halt durch. Und da wird aber so viel verkauft, wie da, also danach wird produziert, so wie ich es verstehe. Wenn es wirklich gepresst wird und sowas dann. Deswegen Limited Run, weil es halt sozusagen Sammlerstücke dadurch werden. Interessant. Can you plug it real quick? I think everybody should watch it. Talk about your upcoming releases and stuff. We're doing our own E3 presentation called LRG3. It's going to be on June 14th at 4 p.m. Eastern. And we got a whole bunch of cool games in the lineup that we're excited about. The show's being produced by the gentleman from Mega 64. Limited Run Nummer 12 stand da zum Beispiel drauf, von dem es wohl war. And I don't know, we just watched actually the draft of the video and it's really funny and I'm Das ist genau das, was viele predigen, ne? Ein Gefühl von Seltenheit schaffen. Und dann kannst du das auch gut verkaufen. Das reicht für viele schon. Bin ich ein bisschen traurig. Ich finde, Spiele sollten nicht da hostage gehalten werden. Wenn ich das physisch kaufen soll, soll ich es immer physisch kaufen können. Aber es ist natürlich einfach für die Kalkulation, wenn du erst weißt, wie viele Leute es kaufen und dann genauso viele produzierst. Du musst nicht überproduzieren. I think at one point we even had like a Tumblr account, so we were everywhere. Yeah. Maybe a Pinterest account, I don't know.
Allerdings auch wieder weg. Mach jetzt zum Kumpel. Der hat sturmfrei die Tage und so. Mach's gut, Xeli. Bis bald. And everybody go check out LRG3, right? LRG3, was auch immer das ist. Talk to you later. Later, man. The Inner Sloth team was so humble and they've had such a great journey. You know, congrats to them. Also, Among Us ist schon echt erfolgreich geworden für das, was es ist. They've been 5 years strong working with indie developers to get their games out in a limited capacity. Also ein Limited Run ist Publisher für Indie Games, okay. Cool. Sind nicht selber Entwickler. Shout out to them and thank you guys for joining us. Yes, and be sure to check out the Gorilla Collective event page on Steam. Mir wird das hier zu warm, ich muss das runternehmen. Buy the games that are available now or add the games to your wish list for the games that have not been released. Ja, ja, Wishlist. Da werden wir gleich mal drüber gucken. So do it. Ich glaube, die sind dann hier fertig. And I'll say it again.